So, genau. Meine Aufgabe ist es jetzt, bevor Frau Wolf zum Thema Sport und Depression zu Ihnen spricht, dass wir uns gemeinsam einmal dem Thema Depression und Behandlung von Depressionen nähern. Und dazu würde ich Ihnen gerne eine Geschichte erzählen oder einen Moment mit einer Patientin im vergangenen Jahr. Letztes Jahr kam eine Patientin, ich nenne sie jetzt einfach Frau Meier, zum Abschluss der Behandlung bei uns auf der Station 9, wo wir Depressionen behandeln, hier in dieser Klinik, auf uns zu und sagte: Wissen Sie, als ich hier aufgenommen wurde auf dieser Station, habe ich mich gefühlt wie in einem Schiff eingesperrt im Maschinenraum. Die Maschinen donnern und dröhnen, das Licht ist aus und jemand hat einen Schlüssel weggeworfen. Und was Frau Meier da gemacht hat, ist mit diesem Bild zwei ganz wichtige Aspekte, mit denen wir jeden Tag arbeiten, unmittelbar auf den Punkt zu bringen. Der eine Aspekt ist, dass Depressionen dort anfangen, wo unser Spektrum des Erlebens im Gesunden außerhalb von Depressionen aufhört. Depression ist mehr als Traurigkeit, mehr als Verzweiflung, mehr als Einsamkeit, mehr als Wut, mehr als Gefühlsleere. Um das, was die Menschen in Depressionen erleben, auf den Punkt zu bringen oder überhaupt in einer Sprache zu bilden, zu kommunizieren, gibt es dann die Möglichkeit, das in Bilder auszudrücken, wie das Frau Meier getan hat. Und den zweiten Punkt, den Frau Meier implizit auf den Punkt gebracht hat, war, dass Menschen, die bei uns aufgenommen werden, die mit uns im Raum stehen, mit denen wir reden, denen wir sagen, was es für therapeutische Angebote gibt, innerhalb der Depression trotzdem erstmal sich alleine fühlen und keine Perspektive haben. Und es ist unsere Aufgabe ist, als Therapeuten genau in diesen Maschinenraum eine Brücke zu schlagen. Und die Depression wurde in den letzten 150 Jahren immer wieder neu beschrieben. Es gibt ganz viele Instrumente, mit denen man Depressionen messen kann. Depression ist die häufigste psychische Erkrankung. Jeder fünfte in der Lebensspanne, einer von 20 in einem Kalenderjahr, erleiden eine Depression, die wenigstens behandlungswürdig ist. Und in dem Versuch, diese Erkrankung zu konzeptualisieren, sind Diagnosekriterien entstanden, die wir tatsächlich, wenn wir die Diagnose einer Depression stellen, auf Station abfragen und dadurch die Depression des Patienten unter anderem beschreiben. Die sehen Sie hier hinter mir, das ist wahrscheinlich ein bisschen klein zum Lesen für die meisten oder für einige. Ich lese einfach vor: Patienten können weniger Freude empfinden, weniger Energie haben, weniger Antrieb, deprimierte Stimmung, Konzentrationsstörungen, Schuldgefühle, Suizidgedanken. Wir denken an Frau Meier im Maschinenraum. Wenn ich das Gefühl habe, ich ertrage meine Situation nicht mehr, aber es gibt auch keinen Ausweg, dann drängen sich Suizidgedanken in einer Depression häufig auf. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Verbindung zum Patienten herstellen können. Schlafstörungen, reduzierter Selbstwert, Appetitveränderungen, sogenannte psychomotorische Veränderungen, dass Patienten sich viel langsamer bewegen, langsamer sprechen im Rahmen der Depression oder auch ganz unruhig sich bewegen. Morgendliches Früherwachen mit Morgentief, dass man besonders morgens von Grübelgedanken gequält wird. Und was viele Patienten als besonders quälend beschreiben, ist, dass die Fähigkeit, emotional zu reagieren, abhanden kommt. Ja, die eigenen Kinder freuen sich, aber ich spüre das nicht mehr. Und das sind Symptome, die wir abfragen, mit denen wir die Diagnose einer Depression stellen. Und mein Chef, Herr Professor Franz, hat den Satz geprägt: Depression hat viele Gesichter. Was dann die individuelle Zusammenstellung, die individuelle Konstruktion, muss man sagen, sieht einfach bei jedem anders aus. Und Depressionen können ganz unterschiedlich verlaufen. Also man kann eine Episode haben und dann ist es vorbei. Man kann wiederholte Episoden haben. Oder manche Depressionen verlaufen auch chronisch, dass Menschen über Jahre hinweg nicht aus ihrem Zustand der Depression herauskommen. Wie blicken wir jetzt auf die Erkrankung und auf die Therapiemöglichkeiten? Und wir haben in der Psychiatrie drei Brillen drauf. Wir schauen auf den, und eigentlich in der gesamten Medizin, wenn man so will, wir schauen auf den Menschen mit einer biologischen Brille, wo wir den Menschen als biologisches Wesen mit einem
mit einem Körper, mit Hormonen, mit Genetik betrachten. Und jeder Mensch wird auch mit einer gewissen Genetik, gewissen Genausstattungen geboren und hat ein gewisses Risiko, an psychischen Erkrankungen zu erkranken oder nicht, an Depressionen zu erkranken oder nicht. Die zweite Brille, die wir aufsetzen, ist sozusagen die seelische Brille. Wir alle sind ausgestattet mit bestimmten Denkmustern, mit bestimmten Art und Weisen auf unsere Umgebung emotional zu reagieren oder auch sozusagen, wie wir handeln. Und die dritte Brille ist die soziale Brille. Jeder Mensch, der bei uns behandelt wird, ist in einer bestimmten Lebenssituation krank geworden. Habe ich eine Trennung hinter mir? Habe ich meinen Job verloren? Was ist bei mir in der sozialen Situation durch? Und das ist, wenn man alle drei Brillen gemeinsam betrachtet, entsteht ein ganzheitlicher Blick auf den Patienten. Und dementsprechend gruppieren sich unsere Therapieangebote, die wir den Patienten zur Verfügung stellen, auch in diesen drei Gruppen, dass wir biologische Therapiemethoden haben, das sind Medikamente, das ist aber auch die Lichttherapie, die wir, Sie kennen bestimmt die Tageslichtlampen, die Patienten dann morgens, die Patienten morgens reingucken, Wachtherapie morgens, die ganze Nacht wach zu bleiben. Wir haben Stimulationsverfahren wie RTMS, wo mit Magnetfeld stimuliert wird, oder auch die Elektrokonvulsionstherapie, wo ein leichter Strom durchs Gehirn fließt, unter anderem. Also es gibt viele verschiedene Hebel, wo wir sagen können, okay, das ist nachgewiesenermaßen wirksam, wenn wir an diesem Hebel ansetzen und kann eine Depression und damit kann man eine Depression behandeln. Auf der zweiten Ebene, das ist die Psychotherapie. Und in der Psychotherapie gibt es quasi mehrere Bibliotheken von Methoden, die wirksam sind, die sich auch wirksam, als wirksam erwiesen haben. Aber was ist allen Methoden am Ende gemein? Sie setzen an drei Punkten an, nämlich sie verändern unsere Denkmuster, unser emotionales Erleben oder unsere Reaktionsmuster. Und ich illustriere das gerade mal an einem Beispiel. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der sehr schnell verletzt ist, wenn seine Freunde ihn versetzen. Mein Freund kommt nicht, ich warte 20 Minuten, denke, der mag mich nicht, empfinde Wut und Trauer, stelle mein Handy aus und breche den Kontakt ab. Es könnte sein, dass mein Freund einfach nur verpeilt ist und ich könnte mir beim nächsten Mal einfach ein Buch mitnehmen beim Warten und einen schönen Tag mit dem Freund haben. Das ist ein Beispiel, was immer wieder thematisiert wird in der Psychotherapie, wo wir Denkreaktionen, wie wir denken, wie wir emotional erleben und wie wir handeln, adressieren. Und die letzte Ebene, unsere Sozialarbeiterin auf Station Frau Flügel, ist eine ganz wichtige Person, weil wir in ganz vielen Fällen ist die soziale Situation, soziale Krisen stellen eine aufrechterhaltende Bedingung für die Depression dar. Und deswegen ist es auch Teil unserer Arbeit, die Patienten dort zu unterstützen. Eine biologische Therapiemaßnahme habe ich Ihnen jetzt unterschlagen, darum geht es nämlich heute, ist der Sport. Gerade das antidepressive Ausdauertraining, wie wir es nennen, also regelmäßiges Ausdauertraining, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erwiesen, dass das ziemlich stark antidepressiv wirkt. Und die Effektstärken können sich sehen lassen, denn sie sind vergleichbar mit Medikamenten. Und wir haben uns vor circa zwei Jahren hingesetzt und gesagt, Mensch, da haben wir ja eigentlich eine evidenzbasierte oder sozusagen eine wissenschaftlich nachgewiesene Methode. Und die Nebenwirkung dieser wissenschaftlich nachgewiesenen Methode gegen Depressionen ist, dass ich einen gesünderen Körper bekomme und länger lebe. Das klingt ja erstmal sehr vielversprechend. Und dann entsteht direkt die Frage, naja, wir haben es mit Patienten zu tun, die in der Situation, wo sie zu uns kommen, keine weniger Freude empfinden, wenig Energie haben und keine Hoffnung mehr haben. Wie können wir das adressieren, wie können wir das hinbekommen, dass die Patienten das tatsächlich machen? Und die Antwort darauf ist, gemeinsam als Behandlerteam. Wir arbeiten in dieser Klinik so, dass nicht ich als Arzt Medikamente verschreibe, die Frau Wolf die Psychotherapie macht, die Frau Hartmann die Bewegungstherapie macht und abends gehen wir alle nach Hause, sondern wir arbeiten zusammen als Team, dass wir gemeinsam mit dem Patienten wirksam werden. Gemeinsam mit dem Patienten ein Team bilden und das ist auch genau die Brücke, die wir zu der Frau Meier in diesem Maschinenraum bauen. Das schafft einer alleine nämlich nicht, das schafft man als Team. Und genau das ist auch der Ansatz, wie wir damit arbeiten,
mit Menschen, die an Depressionen leiden, das antidepressive Ausdauertraining durchzuführen. Das machen wir sowohl als, das machen wir als Ergänzung zur Medikation bei schweren Depressionen und bei einer wachsenden Anzahl von Patienten auch als erster Therapieversuch, wenn das die Schwere der Symptomatik zulässt, dass wir es erst ohne Medikamente probieren. Und das ist insbesondere ein interessantes Angebot für junge Frauen, die zum Beispiel einen Kinderwunsch haben. Also da gibt es oft die Entscheidung, ich probiere es erst mit dem Ausdauertraining und mit anderen Methoden und im zweiten Schritt, wenn das nicht hilft, erst mit Medikamenten. Ich freue mich jetzt sehr. Ich habe ehrlich gesagt bei der Vorbesprechung schon ganz viel gelernt und freue mich deswegen schon seit Anfang der Woche auf den Vortrag und übergebe an Leonie Wolf. Ich würde noch eine Sache korrigieren. Ich bin schon zur psychologischen Psychotherapeutin befördert worden gerade. Ich befinde mich noch in Weiterbildung. Also es ist noch ein bisschen ein Weg, aber ich danke trotzdem dafür, für die Kompetenz zu schreiben. Genau. Und ja, ich freue mich auch sehr drauf, mit Ihnen heute über dieses Thema zu sprechen. Ich mache nochmal unsere PowerPoint auf. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Genau. Und Sie sehen, wir haben uns für den Titel Beat the Blues, warum Sport gegen Depressionen hilft, entschieden. Und ich freue mich sehr darauf, das heute mit Ihnen zu beleuchten und würde Ihnen vielleicht nur vorweg ein, zwei Dinge zu diesem Vortrag nochmal sagen wollen. Sie haben schon gehört, ich bin Psychologin, ich arbeite auch hier in der Vitus-Klinik auf der Station 8 eigentlich für Persönlichkeitskrisen. Genau, und bin als Psychologin hier angestellt. Das heißt, ich habe weder Sportwissenschaft noch Medizin studiert. Ich werde mich trotzdem ganz dreist an so ein paar Konstrukte rantrauen. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht medizinisch da mehr Input noch haben, freue ich mich nachher drauf, wenn Sie vielleicht noch mal irgendwas verfeinern, ergänzen oder sonst was wollen. Ich würde mich aber vor allem mit Ihnen gerne damit beschäftigen, okay, wie kann man das verständlich und anschaulich machen? Warum Bewegung so einen wichtigen Faktor darstellt. Und tatsächlich gibt es so ein bisschen die Idee zu dem Vortrag kam auch unter anderem daraus, dass einfach Sport tatsächlich auch in meinem Leben schon lange eine Rolle spielt. Vor allem Laufen, also sozusagen tatsächlich Ausdauersport, worauf wir auch noch ein bisschen drauf kommen werden. Der hat immer in unterschiedlichen Lebensphasen auch irgendwie eine wichtige Rolle gespielt. Also sei es irgendwie angefangen damit in der Schulzeit, wo vielleicht irgendwie viel Anstand an Prüfungen oder sonstigen Stressfaktoren, weitergemacht im Studium, vielleicht eine schwierige Trennung oder sonst irgendwas durchgemacht und angefangen noch mehr zu laufen und zu merken, okay, gut, irgendwie tut mir das erstmal und spezifisch einfach gut. Die Ironie des Ganzen und vor allem auch dieses Vortrags heute habe ich festgestellt, als ich hatte jetzt vorneweg Urlaub und habe mich ein bisschen am Fuß verletzt. Und das heißt, ich konnte jetzt diese Woche überhaupt nicht laufen und habe gemerkt, ich werde heute ja vor Ihnen stehen und habe so gemerkt, es macht tatsächlich was mit meinem Stresslevel. Also der ist sonst ein bisschen anders, wenn ich morgens nochmal laufen gehen kann. Deswegen habe ich tatsächlich jetzt so ein bisschen ironisch auch gemerkt heute, dass es ein bisschen anders ist als sonst. Und ich würde gerne mit Ihnen sozusagen da drauf gucken, dass wir es wirklich so anschaulich wie möglich machen können. Und damit einfach Sie mit nach Hause nehmen können oder nach Hause gehen können und eine Idee davon haben, okay, wie funktioniert es tatsächlich für mich, ja, oder in meinem Körper, dass Bewegung eben was mit mir, mit meinem Stresslevel und vielleicht auch mit der Anfälligkeit für Depressionen machen kann. Und zum Thema anschaulich, Sie werden jetzt in diesem Vortrag tatsächlich ein paar Bilder, Abbildungen und so weiter sehen und die sind nicht, wie Sie vielleicht erwarten könnten, irgendwie besonders professionell gestaltet oder aus dem Internet irgendwie rauskopiert oder so. Wir hatten tatsächlich berechtigte Sorgen vor so Daten- oder Urheberrechtsproblemen und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe die gemalt. Es kam mir erstmal eine sehr gute Idee vor,
das auch noch auf Aquarellpapier zu tun. Dann hat unsere Bewegungstherapeutin aber mal gefragt, ob ich eigentlich auf unserer Raufasertapete gemalt hätte. Also seien Sie ein bisschen gnädig, wir zoomen gerne ran, wenn Sie es nicht erkennen können. Ja? Also wir zoomen gerne nochmal ran. Und vielleicht hätte ich doch das Angebot annehmen sollen der Ergotherapie, dass die Skizzen zu Papier bringen. Aber das wäre dann vielleicht das nächste Mal nochmal relevant. Genau. Okay, jetzt genug Vorrede. Ich würde Ihnen gerne einfach erklären, was heute unser Fahrplan ist, was wir vorhaben. Wir würden gerne uns gemeinsam anschauen, okay, wie kann es denn eigentlich dazu kommen, dass eine psychische Erkrankung, zum Beispiel auch die Depression, ausbricht. Ja, also was muss eigentlich passieren im Leben von uns allen, damit es dazu kommt, dass eine psychische Erkrankung ausbricht. Das würden wir gerne an einem Fassmodell machen, was ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen besser erklären werde. Und darüber wird es natürlich auch wichtig sein, sich anzugucken, okay, was haben wir eigentlich für eine eingebaute biologische Stressreaktion? Also was ist eigentlich das, was in uns Stress auslöst? Warum haben wir das? Und wie geht das eigentlich vor sich? Darüber können wir dann sozusagen an den Punkt kommen, dass wir uns angucken können, okay, und was hat denn eigentlich Bewegung für Effekte? Also was hat das für Effekte im Bereich von depressiver Symptomatik? Was kann das eigentlich bewirken? Und uns dann nochmal anschauen, okay, wie wirksam ist das eigentlich? Da geht es nochmal so in die Richtung, die Herr Krautheim angesprochen hat, dass man eben merkt, dass es immer, oder es gibt immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass es gut funktioniert. Genau. Und dann würden wir einen schönen Schwenker, auf den ich mich sehr freue, machen, nämlich zu gucken, okay, von der Theorie, also von dem, was wir jetzt irgendwie uns gemeinsam angucken, vielleicht lernen werden, dazu, wie machen wir das eigentlich in der Praxis, wie machen wir es vielleicht hier in der Klinik, aber was gibt es auch vielleicht noch für Tipps für Sie? Genau. Ja, und darauf freue ich mich und werde jetzt einmal kurz noch einen Schluck trinken. Und mit Ihnen gleich starten. Genau. Können Sie es so sehen oder muss es noch mal angezoomt werden? Ja? Okay. Genau. Okay. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, ich würde gerne mit Ihnen zunächst besprechen, wie es eigentlich überhaupt dazu kommen kann, dass eine psychische Erkrankung ausbricht. Und Sie haben es ja schon bei Herrn Krautheim gehört, dass wir ja quasi alle auch mit einer unterschiedlichen Genetik zur Welt kommen. Ja? Und das fasst jetzt erstmal, dass es eine individuelle Person ist. Das könnten Sie sein, das könnte ich sein. Genau. Und was jetzt einfach von Person zu Person immer unterschiedlich ist, ist, mit was für einem Wasserstand komme ich quasi schon in dieses Leben? Was gibt es für genetische Einflüsse? Gab es vielleicht eine Depressionserkrankung schon in der Familie? Gibt es vielleicht andere Krankheiten, ne? Somatische Erkrankungen und so weiter? Das heißt, dieser Wasserstand ist so ein bisschen das, was bringe ich überhaupt schon mal mit? Dann habe ich versucht, noch einzuzeichnen, so unterschiedliche Wasserstände. Also vielleicht sehen Sie, die Blautöne werden so ein bisschen heller. Damit ist gemeint, all das, was wir so über unsere Lebensspanne vielleicht auch an Belastungen erlebt haben, wo Wasser nochmal hinzukommt auf den Wasserstand, den wir sowieso schon haben. Ja. Das könnten Dinge sein, die wir erleben. Vielleicht gibt es Umzüge, die für uns super schwierig sind, Verluste von Menschen, die uns wichtig sind, all das. Ja. Und das ist was, was sozusagen dazukommen kann auf die Wassermengen, die eh schon in dem Fass, ja, für jede Person unterschiedlich, schon drin ist. Und jetzt sehen Sie, obendran sind sozusagen nochmal individuelle Belastungen oder Stressfaktoren aufgezeichnet. Das sind all die Faktoren, die quasi in meiner aktuellen Lebenssituation gerade dazukommen können. Und da sehen Sie, manchmal sind es ein paar Tropfen aus einem Wasserglas, manchmal ist es vielleicht eine volle Gießkanne, ja, und an ganz anderen Stellen ist es eigentlich einfach ein voll aufgedrehter Gartenschlauch an Belastung, wo immer mehr Wasser reinkommt. Und jetzt sehen Sie auch unten, habe ich noch eingezeichnet, so ein Wasserhahn. Wir alle haben irgendwie Hähne oder
Stellen, wo Wasser oder Belastung ablaufen kann. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann sein, dass ich gerne male, es kann sein, dass ich mich gerne mit meinen Freundinnen treffe oder gerne irgendwie koche, mich bewege, solche Dinge. Das sind alles Dinge, die mir auf irgendeine Art und Weise gut tun, wo ich merke, ich kann was von der Belastung, die sich so in mir ansammelt, abbauen. Und nun kann es aber sein, dass sozusagen entweder so viel Wasser einströmt, dass dieser Hahn gar nicht dazu kommt, es zu sehen, da kommt was raus, aber das kann jetzt vielleicht auch nicht unbedingt diesen Gartenschlauch da oben abfangen. Und es kann genauso gut sein, dass aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil einer der Belastungsfaktoren ist, einer meiner Angehörigen braucht vielleicht Pflege, ich kümmere mich vor allem darum oder ich habe sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung, bin vor allem da eingebunden und komme gar nicht mehr dazu, diesen Wasserhahn aufzudrehen. Ja. Und was dann natürlich passiert, ist, der Wasserstand geht immer höher und höher. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, was wir so, ja, irgendwie tatsächlich immer auch so den Tropfen nennen, der so das Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Ganz oft kommen Patientinnen und Patienten zu uns und sagen so, ich weiß gar nicht, warum das jetzt passiert. Ne? Dann so dieses, es gab jetzt gerade gar nichts. Und dann kommt irgendwie so dieses, ja, eine Kollegin hat dann nochmal einen Satz gesagt und dann war einfach fertig. Ne? Und ich finde, das erklärt sich ganz schön anhand von diesem Modell, wenn Sie so sehen, okay, es baut sich aber langsam auf, aber irgendwann ist es fast tatsächlich voll. Irgendwann kann eine Kleinigkeit in Anführungszeichen wie ein unerwarteter Strafzettel oder ein abwertender Kommentar von jemandem tatsächlich einfach genau das sein, was so dazu führt, dass das Fass überläuft. Ja. Und wenn wir da sind, an dem Punkt, dass das Fass überläuft, dann ist erstmal Stopp. Dann geht es erstmal nicht weiter. Und das ist tatsächlich immer der Punkt, wo wir dann sagen, okay, na, jetzt ist gerade dann an der Zeit zu merken, oh, es funktioniert gerade nicht mehr. Die Dinge, die sonst vielleicht mal selbstverständlich für mich waren, wie jeden Tag aufstehen, pünktlich zur Arbeit gehen, mich um meine Familie kümmern und so weiter, die Sachen funktionieren dann nicht mehr. Weil wahrscheinlich an dem Punkt dann eine psychische Erkrankung ausbricht. Ja? Und das kann man auch so ein bisschen als eine Art Notstopp sehen. Ja? Also so ein Versuch tatsächlich auch des ganzen Systems erstmal Belastung runterzufahren, weil es ist ja anscheinend genug da. Ja? Und das ist tatsächlich das, wie wir immer erklären würden oder gerne erklären würden, wie es dazu kommt, dass psychische Erkrankungen ausbrechen. Und ich würde heute gerne mit Ihnen vor allem angucken, den Wasserhahn, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber ich würde mir gerne den Wasserhahn angucken, der Bewegung darstellt. Ja. Zu all den anderen Dingen und auch zu dem, was Herr Krauthahn vorneweg schon gesagt hat, ne, von Psychotherapie und Denkmustern überarbeiten oder sich angucken, ist alles wahnsinnig wichtig, würde wahrscheinlich nochmal 10 Vorträge füllen. Wir haben uns heute dafür entschieden, dass wir uns angucken, wie oder was für einen Effekt hat eigentlich dieser Wasserhahn, der Sport oder Bewegung darstellt. Ja. Und der kann vor allem auch, wenn ich ganz, ganz viele andere Dinge zu tun habe und ne, irgendwie in meinem Leben ganz viel gerade nach irgendwas ausrichten muss, sei es mein Arbeitsleben, sei es irgendwie Familie, wo gerade mein Einsatz gefordert ist oder sowas, der kann ja schnell irgendwie einrosten oder zugedreht sein. Und wir gucken uns heute mal an, weshalb wir den eigentlich brauchen. Und um zu erklären, warum wir den eigentlich brauchen, müssen wir uns unsere eingebaute biologische Stressreaktion angucken. Und ich würde mal behaupten, die meisten von Ihnen haben so ein grobes Gefühl dafür, was bedeutet eigentlich Stress. Ja, Sie haben irgendwie so ein Gefühl davon, wenn ich gestresst bin, dann merke ich das irgendwie. Ja. Kann ich Ihnen sagen, es geht mir genauso. Also heute zum Beispiel so ein leicht flaues Gefühl im Magen, so ein bisschen zittrig gewesen jetzt so vor dem Vortrag. Das ist tatsächlich das, wo ich so merke, ja, das ist Stress da. Ja, merke ich. Jetzt war es aber so, ich wusste relativ lange im Voraus, dass wir diesen Vortrag machen. Wir haben den lange genug
geplant, ich hatte irgendwie Zeit, mich vorzubereiten, ich habe eine PowerPoint erstellt, ich habe meine Notizen dabei. Das ist so ganz okay. Ja? Und jetzt heute sozusagen in der Hoffnung, dass dieser Vortrag läuft, ich nicht zwischendrin irgendwie einen Blackout bekomme und ihm gar nichts mehr erzählen kann, dann wird auch irgendwann wieder ein Gefühl von Erleichterung kommen, wenn das geschafft ist. Ja, dann werde ich mich irgendwie erleichtert fühlen. Im besten Fall haben sie auch irgendwie ein, zwei Sachen mitgenommen oder sowas. Und dann wird es mir irgendwann besser gehen. Ja, dann merke ich so, ja, ich habe mich angestrengt, ich habe mir da irgendwie was ausgedacht und dann war es irgendwie auch wert. Ja. Anders wäre es jetzt ein bisschen gewesen, wenn jetzt gestern Herr Krauthahn zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Leonie, also die Kollegin, die den Vortrag eigentlich machen wollte, ist leider krank. Wäre total super, wenn du dich da hinstellen könntest. Ich keine Zeit gehabt hätte, mich darauf vorzubereiten. Am besten irgendwie PowerPoint von jemand anderem gehabt hätte. Ja? Und auf einmal hier stünde und so denken würde, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekomme. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Dann wäre der Stress, den ich erleben würde, von einer ganz anderen Intensität. Ja? Dann wäre das Stress, der ziemlich negativ für mich wäre, an dem Punkt. Ja. Und das ist tatsächlich das, weil man kann sich ja fragen, okay, warum haben wir eigentlich eine Stressreaktion, wenn das ja was ist, was deutlich irgendwie unangenehm sein kann. Ne? Also ich finde es irgendwie unangenehm, an einem Tag und einem Vortrag ein flaues Gefühl im Magen zu haben. Das kann man eigentlich nicht so gebrauchen. Ja. Und dann muss man sich natürlich fragen, okay, warum haben wir das eigentlich überhaupt? Und wir haben tatsächlich dieses zweischneidige bei Stress. Einerseits kann es super positiv wirken, wenn es eine kurze Zeit sozusagen andauert und mich dazu motivieren kann, was Bestimmtes anzufangen, zu beginnen. Ja. Tatsächlich auch teilweise in bedrohlichen Situationen, genau dafür, da komme ich gleich nochmal drauf, ist die eigentlich geschaffen. Ja. Und das Problem ist aber sozusagen, dass sich Stress vor allem dann negativ auswirkt, wenn der dauerhaft ist, häufig, wenn zwischendrin keine Erholungszeit irgendwie eintreten kann und das System nicht zur Ruhe kommt zwischendrin, wenn ich mich überfordert fühle. Und ich würde es Ihnen ganz gerne nochmal so ein bisschen an unserer biologischen Stressreaktion erklären. Und da haben wir, sag ich mal, vier wichtige Akteure, die ich nochmal aufgeschrieben habe. Und ich würde generell für den ganzen Vortrag, ich finde es nicht ganz so wichtig, dass wir so die medizinischen Fachbegriffe oder so gut drauf haben, sondern ich finde tatsächlich, dass es so ein bisschen darum geht, die Quintessenz oder so, ne, was sozusagen dahinter steht, mitzunehmen. Deswegen habe ich immer nochmal irgendwie was dahinter geschrieben, wie wir es uns vielleicht ein bisschen besser merken können. Genau. Und aus dem Grund habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, was so aus meiner Sicht die Dinge sind, die wir heute wichtig brauchen können für diesen Vortrag. Und das Erste, was super wichtig ist, ist unsere Amygdala. Das ist unser Emotionszentrum, was wir im Gehirn haben. Und dieses Zentrum im Gehirn ist quasi eine Art Signalgeber, was uns bedeutet, Achtung, hier ist irgendwie was gefährlich. Ja. Also hier steht irgendwas an, hier ist irgendwas gefährlich, Achtung. Ja. Und dann geht es tatsächlich so weiter, dass dieser Signalgeber, das Emotionszentrum im Gehirn, einmal weitergibt an die HPA-Achse, das ist sozusagen auf Deutsch die Hypothalamus, Hypophysen, neben ihrem Rindenachse. HPA-Achse reicht auf Englisch und vor allem geht es eigentlich darum, dass über diese Achse es einfach ein Zusammenspiel gibt zwischen Gehirn und dort, wo Hormone ausgeschüttet werden. Und darüber wird Cortisol als Stresshormon ausgeschüttet. Und Cortisol ist ein Stresshormon, was super wichtig und vor allem überlebenswichtig für uns ist, weil es sozusagen dafür sorgt, dass wir in einer Situation, in der wir zum Beispiel wirklich einfach körperlich bedroht wären, in der Lage sind, uns zu wehren zum Beispiel oder zu flüchten. Ja, das macht Cortisol darüber, dass wir auf einmal mehr Energie in den
in den Armen, in den Beinen und so weiter haben, also an Stellen, die wichtig sind, um genau diese zwei Dinge, zum Beispiel zu flüchten oder sich zu wehren, tun zu können. Ja. Jetzt ist noch eine Sache relativ wichtig, das habe ich hinten dran geschrieben, der Hippocampus. Und der Hippocampus ist eine Gedächtnisstruktur quasi im Gehirn. Und der ist relativ eng verzahnt mit der Amygdala, weil in Situationen, wo Angst besteht, relativ schnell ein Signal an den Hippocampus kommt von Achtung, das hier ist wichtig, merkt ihr das bitte. Ja? Die Idee dahinter ist, das sollen wir beim nächsten Mal noch schneller bemerken. Ja? Also beim nächsten Mal sollen wir bitte noch schneller merken, dass da irgendwas Angst, dass da irgendwas gefährlich sein könnte. Und so spielen die quasi zusammen. Was außerdem noch im Hippocampus sitzt, das wird auch an späterer Stelle nochmal kommen, sind so wie so Sensoren dafür, ob jetzt genug Cortisol, also genug Stresshormone, ausgeschüttet worden sind. Ja. Und Sie sehen, das ist so ein Kreislauf, der irgendwie zusammen funktioniert. Das Problem ist, der kann auch in Schwierigkeiten geraten. Ja. Und ich würde Ihnen aber jetzt erstmal noch erklären, wie es vielleicht eigentlich angelegt ist, wofür sozusagen diese Stressreaktion über diese zusammenspielenden Faktoren sozusagen gedacht ist. Ich habe Ihnen sehr vereinfacht mal ein steinzeitliches Strichmännchen gemalt. Und wie Sie beim ersten steinzeitlichen Strichmännchen sehen können, ist eine Giftschlange. Da, wo hoffentlich die Amygdala einmal das Signal gegeben hat, Achtung, Achtung, hier ist Gefahr. Ja, weil die ist auch grün und deswegen sicherlich giftig. Und jetzt hat das Steinzeitstrichmännchen zwei Optionen. Einmal, ich habe da mal so einen Stock hingemalt. Wenn ein Stock läge und das irgendwie realistisch erscheint, dann hätte wahrscheinlich dieses Steinzeitstrichmännchen vielleicht entschieden, okay, ich versuche es mal zu kämpfen. Ich versuche mal gegen diese Schlange irgendwie zu kämpfen. Dafür ist es super wichtig, dass über diese ganze Stressachse Cortisol ausgeschüttet worden ist und man in der Lage ist, okay, ich habe mehr Kraft in den Armen und so weiter. Gleichzeitig, oder in einem anderen Fall, könnte sich aber auch die Person dafür entscheiden, oh nee, ich glaube, also der Stock sieht mir ein bisschen zu mickrig aus, ich glaube, ich nehme lieber die Beine in die Hand und bin ganz schnell weg. Auch dafür wäre das Cortisol super wichtig gewesen. Ja. Also, Sie haben mehr Energie in den Beinen, super gut. Ich habe mal noch eine bisschen andere stressige Situation aus dieser Zeit dargestellt. Das kann man vielleicht nicht so hundertprozentig sehen, aber ich habe mal ein sammelndes Strichmännchen gemalt, was irgendwie auf der Suche danach nach Essbarem ist zum Beispiel. Und Sie sehen, der Baum, der da gerade steht, da hängt leider gar nichts dran. Ja, also an dem Baum, wo man dachte, okay, da gibt es vielleicht was zu essen, ist leider wirklich überhaupt nichts zu holen. Auch das ist Stress. Ja, und auch das würde dafür sorgen, dass es irgendwie so angeht, oh Mist, ne? Ich muss doch aber eigentlich noch was mitbringen, ich muss irgendwie was holen. Und das würde dafür sorgen, dass ich irgendwie zum Beispiel genug Energie habe, um doch noch einen Kilometer, doch noch 2 Kilometer oder vielleicht auch noch 3 Kilometer weiter zu laufen, weil ich davon ausgehe, naja, aber dahin, da könnte es vielleicht irgendwie noch was geben. Ja, also es motiviert mich dazu, dafür zu sorgen, okay, das ist dann doch, ne, dass es genug zu essen gibt zum Beispiel. Und wie Sie jetzt so sehen an diesen Beispielen, sind das tatsächlich Situationen, die stressig und stressreich sind und auf irgendeine Art und Weise bedrohlich. Und dabei in all diesen drei Situationen ist wahrscheinlich das Ende oder wird sozusagen durch Bewegung, entweder ich kämpfe, bewege mich dadurch, ich fliehe, bin also auch körperlich aktiv, oder ich muss einfach noch mehr von meinen Ressourcen aufwenden, noch mal ein bisschen weiterlaufen und so weiter, bis ich was gefunden habe. Also diese Situationen gehen quasi irgendwann durch Bewegung zu Ende. Ja, also durch Bewegung sind die irgendwann gelöst, im besten Falle. Ne? Und das Problem ist, heute sieht es so ein bisschen anders aus. Ja.
Ich habe hier mal Stressfaktoren aufgezeichnet, die wir vielleicht heute so haben. Weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin noch keiner Giftschlange begegnet. Sicherlich habe ich auch mal einen Schreckmoment, wenn ich vielleicht Gedanken verloren über die Straße laufe oder so. Auch da ist meine Stressachse wichtig, damit ich zurückschrecke, irgendwie nicht einfach weiterlaufe und so weiter. Also genau dafür brauchen wir es heute immer noch, für diese lebensbedrohlichen Situationen. Und gleichzeitig gibt es heute aber auch ganz viele andere Stressfaktoren, die sicherlich auch die eine oder der andere von Ihnen vielleicht kennt. So ganz viele Gedanken in eine Richtung von, oh, war das, was ich jetzt heute auf der Arbeit gemacht habe, war das irgendwie eigentlich gut genug? Oder ja, ist irgendwer anders mir jetzt vielleicht böse? Oder vielleicht auch spielt Krankheit eine Rolle, dass ich nicht so viele Ruhezeiten habe, dass ich vielleicht auch ständig erreichbar sein muss durch die Arbeit. Oder ich habe mich vielleicht auch mit meiner Chefin verkracht. Ja. Das sind alles Stressfaktoren, die es heute gibt. Und das Problem ist aber mit den Sachen, die Sie jetzt hier sehen, was so ziemlich, sag ich mal, typische Stressfaktoren für uns heutzutage sind, die sind leider nicht richtig durch Bewegung zu lösen. Also ich kann sicherlich vor dem Ärger mit meiner Chefin weglaufen. Wenn ich aber ein paar Mal aus ihrem Büro rausgerannt bin, kriege ich irgendwann Schwierigkeiten. Ja? Weil dann irgendwann die Frage kommt, okay, jetzt müssten Sie doch nochmal kommen und ich würde Sie auch bitten, sitzen zu bleiben, damit wir das Gespräch bis zum Ende führen können. Und wenn ich wirklich körperlich kämpfen würde, wäre das sicherlich auch nicht besonders sozial verträglich. Ja? Das heißt, in ganz vielen von diesen Situationen bleiben wir quasi auf unseren Stresshormonen sitzen, weil wir die mit Bewegung nicht so richtig lösen können. Ja, jedenfalls nicht mit einer ursprünglichen Bewegungsreaktion, wie die Angstreaktion das normalerweise eigentlich zeigen würde. Und das kann zum Problem werden. Ja, es kann zum Problem werden, wenn wir auf unseren Stresshormonen sitzen bleiben. Ja, weil wenn dann vielleicht dazu kommt, dass wir keine Bewegung in unseren Alltag integriert haben, aus unterschiedlichsten Gründen, wie ich die am Anfang auch schon nochmal genannt hatte, zum Beispiel weil ganz viel Zeit für was anderes drauf geht, dann kann es sein, dass sich immer mehr aufbaut an Stresshormonen, die so im Blut rumzirkulieren quasi. Ja. Und das Problem ist so ein bisschen, je mehr davon da sind, und je schlechter die abgebaut werden können, weil sie durch Bewegung abgebaut werden können, desto ungenauer werden quasi diese Sensoren, die wir eigentlich im Gehirn haben, die schauen sollen, ist jetzt genug Cortisol ausgeschüttet, ja, und die das wieder so runterbremsen würden. Und das können Sie sich so ein bisschen vorstellen, wie bei einer Heizung, das ist jetzt ein ziemlich passendes Thema, finde ich. Die meisten haben sich, glaube ich, in letzter Zeit viel mit Heizungen und Heizungen entlüften und Heizkosten und so weiter befasst. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal, ohne mich zu sehr in technischen Details verhaken zu müssen. Aber die Sache ist die sozusagen, in den meisten Heizungen gibt es ein Thermostat, also irgendwas, was fühlt, ist jetzt die richtige Temperatur erreicht. Ne? Muss es noch weiterlaufen, muss ich noch weiter heizen oder ist es jetzt ab hier gut? Und es ist tatsächlich so, dass wenn ganz, ganz viele Stresshormone angesammelt sind, die nicht abgebaut werden können, dass dann man auch nicht mehr so gut, dass dann auch sozusagen dieser Rückmeldeprozess nicht mehr so gut läuft und die Heizung quasi eigentlich immer weiter bollert, obwohl obwohl sozusagen die Temperatur schon längst erreicht ist. Und weil ich mir tatsächlich mit dieser Thermostat-Metapher nicht so ganz sicher war, habe ich gedacht, ich mache Ihnen nochmal so ein bisschen eine andere. Und wollte da auch nochmal so das einbeziehen, was ich. Ist das lesbar von da hinten oder ist es schwierig? Na, so lala, ne? Ich weiß nicht genau, ob ich das. Kann, ja, jetzt habe ich es ein bisschen gezoomt, oder? Können Sie es sehen? Okay. Und genau, und ich habe gedacht, wir fangen mal oben an, nämlich bei dem, was ich Ihnen beschrieben habe von der
Stressreaktion sozusagen dem Emotionszentrum Amygdala, was sagt, Achtung, hier ist ein Problem, Achtung, hier ist Gefahr. Ja? Könnte man sich vorstellen, wie so ein Signal oder Alarmgeber, ne? Es geht los, Achtung, Achtung, hier ist Gefahr. Dann könnten Sie sich vorstellen, die HPA-Achse, also da, wo dann auch das Cortisol, Stresshormon ausgeschüttet wird, das ist so ein bisschen so die Bereitstellung von Ressourcen. Ja? Also in dem Sinne, Ressource wäre auch ein Feuerwehrauto. Ja? Und jetzt ist es so, es werden immer mehr Feuerwehrautos ausgefahren und es werden immer mehr Fahrzeuge werden geschickt und es werden keine abtransportiert. Ja? Bewegung wäre der Abtransport. Passiert leider nicht. Dann ist irgendwann das Problem da, dass sozusagen die Zentrale, also Sie sehen nicht, wenn ich kreise, das dachte ich jetzt, wäre schön. Also dieses Handy in der Mitte soll die Zentrale darstellen. Also so den Ort, wo quasi ja, rückgekoppelt wird, okay, ist genug Stresshormon, sind genug Einsatzfahrzeuge im Einsatz? Ja, gut, können wir aufhören, dann brauchen wir nicht noch mehr schicken. Ja. Das wird, die haben schlechteren Empfang. Die kriegen das nicht mehr so richtig mit. Es ist mehr so ein Rauschen. Die denken, okay, besser wir schicken nochmal. Ne? Nicht, dass da irgendwas schief geht. Das heißt, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir ganz, ganz, ganz viele Einsatzfahrzeuge im Einsatz haben. Die stehen sich komplett im Weg rum. Die können gar nicht mehr richtig einsetzen. Ja? Dann werden da Abgase und so weiter frei und das Problem ist, das ist eigentlich gerade dann gar nicht mehr zielführend, weil eigentlich so viele da sind, dass es gar nicht mehr funktioniert. Und auch dann könnte man an der Stelle sagen, okay, gut, ne, da ist dann irgendwann, wenn so viel Stress da ist, so viel Belastung, irgendwann so psychische Erkrankung auch eine Art Notstopp. Ja. Und was tatsächlich ich Ihnen in diesem Vortrag gerne noch ein bisschen zeigen würde, anhand von den von Effekten, die Bewegung haben kann, ist, warum sozusagen dieses Abtransportieren von Cortisol, von Stresshormonen, von Einsatzfahrzeugen auch dazu führt, dass wieder besser klar wird, okay, wir haben jetzt auch genug Stresshormone ausgeschüttet, wir haben genug Einsatzfahrzeuge, es braucht gar nicht mehr. Ja? Weil sich darüber sozusagen wieder der Empfang verbessert in der Zentrale. Zentrale ist damit so die Sensoren, die im Hippocampus sitzen. Und das ist tatsächlich so das grobe, ich gehe nochmal zurück, das ist sozusagen das grobe Konzept von Cortisol wird ausgeschüttet, weil wir das brauchen, um uns ne, wirklich körperlich gegen Bedrohungen wehren zu können, um flüchten zu können und so weiter. Und es wird aber heute genau bei allen anderen Bedrohungen genauso ausgeschüttet und wir können das oft körperlich gar nicht mehr lösen. Ja. Und dann sammelt sich das an und dann haben wir irgendwann das Problem, dass es einfach zu viel wird und wir es nicht abtransportiert haben. Und deswegen ist Bewegung sozusagen ein Faktor, der da helfen kann. Und ich würde Ihnen jetzt gerne sozusagen nochmal so ein paar Aspekte davon, wo Bewegung sozusagen drauf wirkt oder wie es dann sozusagen wirkt, dass sich sozusagen eine Besserung auch von depressiven Symptomen zum Beispiel einstellen kann. Zeigen. Und vorhin war dabei gewesen, das hat Herr Krautheim gesagt, oftmals wird so berichtet, dass es vor allem sich auf die Stimmung niederschlägt. Ne? Also wenn ich depressiv bin, habe ich vielleicht vor allem eine gedrückte Stimmung, ich habe vor allem wenig Interesse, Freude an vielleicht Dingen, die mir sonst Spaß gemacht haben. Und tatsächlich ist es so, dass sich Bewegung sehr stark darauf auswirkt, wie sozusagen sich meine Stimmung verhält. Und auch hier werden jetzt irgendwie viele nochmal so Namen dabei sein. Mir geht es eher darum, Sie bekommen so einen Eindruck davon, was eigentlich passiert. Ja. Und tatsächlich ist es so, durch Sport wird Tryptophan ausgeschüttet. Das ist ein Vorläufer von Serotonin und es wird auch Serotonin ausgeschüttet. Das führt dazu, dass wir so Gefühle quasi von Beruhigung, Sicherheit bekommen. Ja. Und gleichzeitig führt es dazu, dass sozusagen der Teil von unserem Gehirn, das habe ich jetzt mal
aufgeschrieben, der präfrontale Kortex. Aber tatsächlich sozusagen, das ist der Teil von unserem Gehirn, der dafür da ist, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und sozusagen so zielführend für uns zu arbeiten. Also wenn ich irgendwie was plane, dafür sozusagen ist der präfrontale Kortex gut. Und der präfrontale Kortex hat auch so ein bisschen einen Einfluss darauf oder kann sozusagen die Amygdala so ein bisschen beruhigen. Ja, also der kann unserem Signalgeber, dem Emotionszentrum, dann vielleicht an ein paar Stellen signalisieren, hey, ist es okay, ne? Das ist jetzt gerade keine Bedrohung. So, ja. Und deswegen ist das so super hilfreich und genau das, was Herr Krautheim schon angesprochen hatte, dass sozusagen dass antidepressive Therapie und aber auch Sport so teilweise sehr ähnliche Effekte haben. Da geht es zum Beispiel darum, ganz häufig behandeln wir Depressionen mit sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmern. Bedeutet eigentlich einfach, wir haben mehr Serotonin zur Verfügung. Ja? Das ist eine sehr, sehr, sehr bekannte und ne, bewährte Art der Depressionsbehandlung medikamentös. Ja? Und das heißt, bei Sport passiert was ganz Ähnliches. Ja, sie haben mehr Serotonin zur Verfügung. Gleichzeitig gibt es den Effekt, dass sozusagen Endorphine und Endocannabinoide auch ausgeschüttet werden. Und da ist die Sache, vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon mal aufgrund vielleicht von einer Erkrankung oder so Schmerzmittel nehmen müssen. Ja. Somit die bekanntesten oder auch dann ne, starke Schmerzmittel sind zum Beispiel auch Opiate. Und Endorphine, Endocannabinoide, das sind sozusagen Stoffe, die tatsächlich so an diese Rezeptoren binden. Und es bedeutet eigentlich, es gibt so eine ja, schmerzlindernde Wirkung von Bewegung. Ja. Und eben auch eine, die eher so euphorisierend wirkt, also die Stimmung verbessert. Ja. Und jeder von uns, der schon mal Kopfschmerzen oder so ne, nur auf der Ebene hatte, weiß, dass es die Stimmung extrem auffällt, wenn ich von Schmerzen zu keine Kopfschmerzen mehr habe gehe. Ne? Also allein das, ne, diese schmerzlindernde Wirkung ist auf jeden Fall auch was, was einen großen Effekt auf die Stimmung haben kann. Genau. Gleichzeitig gibt es auch noch Effekte dadurch, dass zum Beispiel GABA ausgeschüttet wird, Gamma-Aminobuttersäure. Das ist vor allem, da ist vor allem eine angstlösende Wirkung so zu beobachten. Und da ist es tatsächlich auch total spannend, wieder so der Vergleich zur Medikation, dass zum Beispiel Lorazepam, das ist ein ja, sehr bekanntes angstlösendes Medikament, ähnlich wirkend sozusagen an GABA-Rezeptoren wirkt. Ja, das heißt, durch Sport gibt es eine bestimmte angstlösende Wirkung, die vergleichbar sozusagen ne, einen Wirkmechanismus in einem Medikament findet, was hilft. Ja. Dann gibt es tatsächlich noch sozusagen den Faktor, dass nach Bewegung, also wenn ich zum Beispiel eine Runde laufen war oder sowas, dann irgendwann in meinen Muskeln nicht mehr so eine starke Anspannung besteht. Und wenn meine Muskeln nicht mehr so stark angespannt sind, dann wirkt das wieder in dieser Feedbackschleife so, dass mein Gehirn dann irgendwann denkt, ah ja, okay, dann kann es ja auch gar nicht mehr so gefährlich sein gerade. Ja? Also wenn meine Muskeln dann irgendwann entspannt sind, kommt in meinem Gehirn an, ah okay, Gefahr ist anscheinend vielleicht auch rum. Stress ist rum. Ich kann aufhören, Stresshormone zu schicken. Ich habe hier immer noch mal sozusagen ne, das, die Signalgeber oder sowas dazugepackt, aber ich glaube, ich muss es nicht nochmal wiederholen. Genau. Auch das kann stimmungsaufhellend wirken. Gleichzeitig gibt es noch einen Stoff, der gebildet wird so im Muskelgewebe des Herzens bei Bewegung. Auch der kommt so in den Blutkreislauf, kommt ins Gehirn, hat eine beruhigende Wirkung dort. Also Sie sehen, es gibt relativ viele unterschiedliche Stoffe, die durch Sport in irgendeiner Art und Weise in unserem Körper, in unserem System entstehen und die sozusagen wirken darauf, wie wir uns fühlen. Die wirken auf unsere Stimmung. Dann gibt es tatsächlich
das Symptom sozusagen der Depression, wo ganz, ganz viele Patientinnen und Patienten drüber klagen. Also viele kommen und sagen, ich kann nicht mal mehr eine ganze Seite lesen. Ja, sofort irgendwie ist mein Fokus weg, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich fange gefühlt dreimal von vorne an, um das zu lesen. Und es ist wahnsinnig frustrierend für mich. Ja. Da geht es darum, wie ist meine Aufmerksamkeitsspanne und wie ist eigentlich meine Konzentration. Und das Problem ist tatsächlich in der Depression, dass so die Orte, wo Gedächtnis zum Beispiel auch im Gehirn verortet ist, zum Beispiel im Hippocampus, da ist es tatsächlich so, dass die Nervenzellen so ein bisschen zurückgehen. Ja? Also dass tatsächlich da das auch zu merken ist, dass da gerade nicht so viel funktioniert an Merkfähigkeit und so weiter. Und und tatsächlich haben wir können wir sehen sozusagen im Sport werden Stoffe ausgeschüttet, Noradrenalin, Dopamin, die sozusagen Aufmerksamkeit, Wachheit, Aktivierung tatsächlich beeinflussen und Stimmung und Wohlbefinden ebenfalls. Ja. Dann finde ich, gibt es noch einen total wichtigen Faktor auf Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Und das ist der sogenannte BDNF-Faktor oder der Brain-Derived Neurotrophic Growth Factor, glaube ich. Genau. Und tatsächlich ist dieser Faktor, dieser Stoff, der da ausgeschüttet wird, ist sowas, was man so wie eine Art Düngemittel für unsere Nervenzellen sehen kann. Ja, also das ist ein Stoff, der quasi dafür sorgt, dass unsere Nervenzellen, die im Gehirn sitzen, besser miteinander kommunizieren können. Dass die besser wachsen können, dass die sich irgendwie verändern können, dass sie neue Verbindungen schließen können. Dafür ist der gut. Ja. Und ich finde das tatsächlich so besonders wichtig, weil tatsächlich ja sozusagen, wenn Sie sich überlegen, was ist Psychotherapie, dann ist Psychotherapie vor allem ein Neulernen, also ein neues Lernen von unterschiedlichen Denkmustern, ich schaue mir neue Verhaltensweisen an, ich versuche ganz viele Dinge neu zu machen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass durch Bewegung ein Stoff ausgeschüttet wird, der quasi meinen Synapsen, meinen Nervenzellen hilft, sich neu zu verbinden, sich irgendwie zu wachsen und so weiter, dann kann ich mir ja nur erhoffen, dass das eigentlich einen richtig guten unterstützenden Wert hat quasi für die Psychotherapie, die ich vielleicht gerade mache, ja, weil das mir hilft, Neues zu lernen und aufzunehmen. Genau, und gleichzeitig sozusagen, das ist auf jeden Fall auch noch ein super wichtiger Faktor, kann es eben helfen, dass wenn durch eine Depression eben tatsächlich es geschädigte Nervenzellen so gibt in der Gedächtnisstruktur, ja, dann können auch durch diesen Faktor eben tatsächlich wieder neue aufgebaut werden, das kann sich so ein bisschen regenerieren, erholen. An der Stelle eben auch ein super wichtiger Faktor. Genau, und dann gibt es aber zusätzlich zu den Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich jetzt so ein bisschen an medizinische, sportwissenschaftliche Sachen herangetraut, auch psychologische Aspekte von Bewegung, da fühle ich mich jetzt vielleicht dann doch nochmal ein bisschen auf sichererem Boden. Stresspegel sinkt. Also wir gehen natürlich auch davon aus, dass Sport machen, Sport treiben, irgendwas mit uns macht. Ja. Und ein ganz großer Faktor davon ist natürlich, dass wir in irgendeiner Art und Weise das Gefühl haben, okay, ich schaffe was. Ja. Also wenn ich mir vorgenommen habe, okay, ich gehe vielleicht am Montagmorgen mal 15 Minuten walken oder sowas. Und ich mache das tatsächlich. Dann habe ich das Gefühl, okay, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht. Ja, vor allem in der Depression wahnsinnig wichtiges Gefühl zu etablieren, okay, ich mache was. Und gleichzeitig ist es aber auch super wichtig, sozusagen was an der Hand zu haben, von dem ich weiß, wenn ich das mache, wird es mir höchstwahrscheinlich danach ein bisschen besser gehen. Ja. Also so zu wissen, okay, wenn
irgendeine Art von Bewegung für sie gut ist, wenn das für sie irgendwas ist, was sie gerne machen. Und sie wissen, okay, wenn ich das mache, ich muss mich vielleicht jetzt erstmal ziemlich überwinden dazu, muss meinen Schweinehund auch irgendwie einmal mitnehmen. Ja. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, okay, ich weiß, was ich tun kann, um schlechte Stimmung zu verändern. Ja. Dann führt das dazu, dass sie so das Gefühl bekommen, okay, ich habe es selbst in der Hand. Ich habe eine gewisse Art von, und das nennen wir Selbstwirksamkeitserwartung. Ja? Also ich kann das selber sozusagen beeinflussen. Und es macht natürlich auch was mit unserem Selbstwertgefühl. Ja? Also mit dem, wie wir uns selber sehen, was wir uns zutrauen und so weiter. Gleichzeitig ein wirklich nicht zu unterschätzender Punkt ist, dass Sport, wenn ich Sport treibe und sonst vielleicht echt arg geplagt bin von Grübelgedanken, von irgendwie angstauslösenden Gedanken, ja, dann gibt mir das vielleicht eine kurze Auszeit von denen. Ja. Und wenn ich eine Auszeit von diesen angstauslösenden Gedanken habe, davon, was sozusagen irgendwie an Szenarien sich in meinem Kopf abspielt, ne, was so Gedanke für Gedanke hintereinander kommt, dann gibt es auch da die Chance, dass so kurz das System mal aufatmen kann. Also dann gibt es die Chance, dass das System mal kurz was anderes zu tun hat, einen Fuß vor den anderen setzen, eine bestimmte Sportart ausüben oder sowas und abgelenkt ist. Und in der Zeit sozusagen auch sich wieder das System so ein bisschen runterfahren und beruhigen kann und eine Erholung eintreten kann. Gleichzeitig, und auch das ist wirklich nicht zu unterschätzen, gibt es eben den Aspekt, dass oftmals oder viele Sportarten werden auch in irgendeiner Art und Weise im Gruppensetting angeboten. Ja, es gibt viele Sportarten, die kann man alleine machen. Genauso gibt es aber auch für die Sportarten, die jetzt laufen oder sowas, die man eher alleine machen würde, auch da gibt es Laufgruppen, sonstige Dinge. Ja. Und vor allem, wenn ich mich vielleicht ja, sozial auch nicht ganz so integriert fühle oder wenn ich so merke, oh, es fällt mir gerade eigentlich schwer, ja, mit anderen Menschen vielleicht in Kontakt zu kommen, solche Dinge, dann kann Sport in einem Setting, wo ich nicht noch eine andere Aufgabe habe, außer zusammen mit anderen Menschen diesen Sport zu machen, ja, dazu führen, dass ich so merke, okay, wir sind hier irgendwie gemeinsam dabei, wir strengen uns gemeinsam an, bewältigen etwas, ne, gucken uns gucken, dass wir uns vielleicht gegenseitig motivieren können. Ja, und auch das kann einen großen Faktor eben ausmachen auf eine depressive Symptomatik. Und ich würde Ihnen ganz kurz und knapp so ein bisschen was dazu sagen, wie wirksam sich das erwiesen hat bisher. Und ich möchte jetzt aber gar nicht irgendwie klar auf Studien eingehen, die stehen auch unten drunter nochmal, können Sie auf jeden Fall nachschauen, das ist gar kein Problem. Aber ich würde es Ihnen so ein bisschen runterbrechen wollen. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, wenn keine andere Therapie stattfindet, ja, und das ist ja leider tatsächlich relativ häufig der Fall, einfach dadurch, dass wir wahnsinnig lange Wartezeiten im ambulanten Sektor haben, ne, dass es wirklich oftmals sehr, sehr lange dauert, bevor Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, tatsächlich irgendeine Art von Psychotherapie bekommen können. Dann hat das wirklich wahnsinnig große Effekte, wenn man Sport treibt. Ja, also dann kann das auf die Symptomatik einen wahnsinnig großen Effekt haben. Auch da, ne, der Vorteil davon, dass es relativ niedrigschwellig ist. Also Sport ist was relativ gut vielleicht, ne, integrierbar ist, wo man sich vielleicht auch nicht so erstmal mit noch ganz vielen Schwierigkeiten befassen muss, um da hinzukommen oder so, ist auch das, ne, kann schwierig sein, auf jeden Fall. Aber es ist sozusagen relativ niedrigschwellig erreichbar. Ne, ich habe mal so nochmal in Fragezeichen geschrieben, okay, vielleicht ist das auch was, um Wartezeiten zu überbrücken, die einfach Realität sind, gerade bei uns in Deutschland. Vielleicht ist das was mir für die Zwischenzeit einfach schon mal gut tun kann. Ja? Vielleicht schon mal helfen kann, ein bisschen stabiler zu sein, ein bisschen besser das Gefühl zu haben, meinen Alltag bewältigen zu können, während ich darauf warte, dass ich vielleicht eine Psychotherapie anfangen kann.
Es hat so, oder Sport hat so mittlere Effektstärken, was auch noch ziemlich gut ist, wenn es so mit, es wird immer so usual care, also sozusagen das, die ja, normale Versorgung oder sowas angeht, also zum Beispiel rein stützende Gespräche oder sowas. Auch da ist es so, Wartezeiten auf Psychotherapie überbrücken scheint mir eine gute Idee mit Sport und Intervention. Genau. Es ist so ein bisschen unklar, wie groß der zusätzliche Effekt von Sport ist, wenn wir schon Medikamente nehmen. Da gibt es einfach relativ wenig Studien dazu, wenn ich sozusagen ein Antidepressivum nehme, wie groß denn der zusätzliche Effekt von Sport noch da oben drauf wäre. Das ist tatsächlich von der Studienlage her einfach noch nicht ganz so einsehbar. Ja. Aber es gibt ziemlich gute Hinweise, vor allem darauf, dass in der Rückfallprophylaxe, also wenn ich mir überlege, Krauthammer hat es vorhin gesagt, sozusagen eine Depression kann episodisch auftreten, es kann bestimmte Zeitpunkte in meinem Leben geben, wo eine depressive Symptomatik vorliegt. Ja. Und dann kann das weggehen und dann könnte es sein, dass es irgendwann vielleicht nochmal wiederkommt. Ja. Und dieses, es könnte manchmal wiederkommen, es könnte irgendwie nochmal für mich eine Situation geben. Dafür ist tatsächlich Sport eine richtig, richtig gute und wichtige, vorbeugende Maßnahme. Und was sich außerdem gezeigt hat, ist, wenn Sie Medikamente genommen haben, wenn es eine medikamentöse Therapie gab, dass dann sozusagen diejenigen, die Medikamente plus danach auch nach dem Absetzen weiter Sport gemacht haben, dass für diejenigen das Rückfallrisiko sehr viel geringer war als für diejenigen, die Medikamente abgesetzt haben und nicht weiter Sport gemacht haben. Es kann dafür einen Einfluss drauf haben, wie hoch ist vielleicht auch die Rückfallwahrscheinlichkeit. Genau. Es gibt auch so ein paar Hinweise auf sozusagen vorbeugende Wirkungen, bevor so überhaupt eine depressive Episode ausbricht. Und damit fasst sich eigentlich auch so ein bisschen die Empfehlung der WHO, die habe ich Ihnen jetzt hier nochmal reingepackt, weil es gibt keine klaren Empfehlungen jetzt bei Depressionen genauso und so viel Ausdauersport, Kraftsport oder sowas, sondern es wird eher gesagt, die normalen Empfehlungen der WHO gelten, also das sind so 150 Minuten auf so einem mittleren Intensitätsniveau oder 75 Minuten irgendwie intensiver. Es kann aber auch auf jeden Fall bei geringeren Intensitäten schon so sein, dass sich da wirklich gute Effekte einstellen. Und das ist vor allem einfach darauf zurückzuführen, was ich Ihnen alles an unterschiedlichen Effekten von Sport auf sozusagen depressive Symptomatik dargelegt hat im Vortrag. Ja. Und tatsächlich sozusagen gilt es vor allem zu gucken, okay, wie kann ich einen Start hinbekommen damit. Und ich würde an der Stelle dann super gerne weitergeben an Hanna Rathmann, unsere Bewegungstherapeutin, die sie so ein bisschen in die Praxis mitnimmt. Ja, ich habe über deine Bilder geschmunzelt, aber es war wirklich ein liebes Schmunzeln und ich glaube nicht, dass unsere Ergotherapeuten es besser gemacht hätten. Okay, kommen wir zu dem Konzept, welches wir auf Station 9 durchführen. In diesem Konzept geht es darum, dass die Patienten 30 Minuten täglich Ausdauersport betreiben. Das kann Ergometer sein, alternativ können sie natürlich auch Nordic Walking machen. Wichtig dabei ist, dass sie auf eine Herzfrequenz von 130 bis 140 Schlägen pro Minute kommen. Überprüft wird das Ganze beim Ergometer durch den Herzfrequenzmesser. Wenn die Patienten bei uns allerdings auch walken gehen, hat die Station eine Pulsmessuhr, wo sie das überprüfen können, beziehungsweise heutzutage hat die auch eine Smartwatch, wo das auch gemessen wird. Das Ganze wird dokumentiert von den Patienten auf unserem Wochenprotokoll. Da ist es super wichtig für uns, dass die Patienten vorerst ein Ziel festlegen, was sie erreichen möchten. Und außerdem wird auf dem Wochenprotokoll auch notiert, was war der Effekt von dem
von der Bewegung, wie war es vor dem Training, wie war es nach dem Training. Wir schauen uns einmal das Protokoll an. So sieht unser Wochenprotokoll aus. Wundern Sie sich nicht, unsere Woche beginnt Mittwoch. Ja, zum einen unten dokumentieren die Patienten das Ziel. Zum anderen wird dokumentiert, wie lange sind die Patienten Ergometer gefahren oder wie lange waren sie walken. Es wird dokumentiert die Herzfrequenz, die Anstrengung. Dafür haben wir auf der Rückseite eine wunderschöne Skala, damit die Patienten so ein bisschen nachempfinden können, wie anstrengend war es jetzt eigentlich für mich. Und genau, die Wattstufe und wie war es vor und nach dem Training. Von der Theorie in die Praxis. Bei uns in der Klinik ist es so, dass die Ärzte eine Anforderung stellen für die Patienten, die bei Beat the Blues teilnehmen sollen. Dann bekommen die erstmal ein Handout mit dem Konzept, wo drauf steht, warum machen wir das Ganze. Ist ja auch erstmal super wichtig, dass die Patienten verstehen, warum soll ich das jetzt hier überhaupt machen. Und der Ablauf der Gruppe, wie wird das Ergometer eingestellt. Gleichzeitig werden wir aber auch von uns Bewegungstherapeuten in dieses Ergometer eingewiesen. Und ab da an dürfen die das dann täglich alleine machen. Die Woche oder das Wochenprotokoll wird einmal die Woche evaluiert. Das bedeutet, es findet eine Gruppe statt, wo die Patienten mit ihrem Wochenprotokoll erscheinen. Und die Therapeutin bespricht zusammen mit denen, den Ablauf der Woche. Zum einen, wurde das Ziel erreicht? Wenn ja, wie geht es weiter? Was wäre ein mögliches neues Ziel? Kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen was verändern, ein bisschen was steigern? Oder wieso wurde das Ziel nicht erreicht? War das Ziel zu hoch? War es eine schlechte Woche? Oder müssen wir das Ziel vielleicht ein bisschen smarter formulieren? Das Ganze trägt dann die Bewegungstherapeutin zusammen in 2-3 Sätzen, macht eine Zusammenfassung für die Visite und gibt dann dieses Feedback mit dem Wochenprotokoll in die Visite. Dort sieht dann das multiprofessionelle Team, wie ist gerade der Stand der Dinge, was gab es für Veränderungen, gab es positive Veränderungen, wie groß waren die Veränderungen. Ich habe Ihnen ein Fallbeispiel mitgebracht, den Herrn D. Herr D. hat bei Aufnahme folgende Symptome gehabt: depressive Verstimmung, Antriebsminderung, Reduktion der Freudfähigkeit, Konzentrationsstörung, Reduktion des Selbstwertgefühls, Schuldgefühle, Ein- und Durchschlafstörungen bei vermehrten Grübeln und unbestimmten Ängsten sowie innere Unruhe. Weiterhin bestünde eine deutliche Appetitminderung und Libido-Reduktion sowie passive Todeswünsche. Eine Tochter, verheiratet, inniges Verhältnis. Der Patient selbst kann gar nicht benennen, was es für einen Auslöser gab. Und was für uns jetzt auch so ein bisschen relevant noch ist, er hat früher schon Sport betrieben. In letzter Zeit war dies aber auch vermindert. Klingt nach einem klassischen Depressiven, haben wir uns nicht ausgedacht. Existiert dieser Patient auch nicht nur einmal. Diese Art von Patienten sind sehr, sehr häufig bei uns auf Station. Und diese Art von Patienten unter anderem melden wir dann für Beat the Blues an. Bei ihm war es so, er fing an mit dem Ergometerfahren. Ich habe einmal für Sie das Wochenprotokoll der zweiten Woche. Hier ist ziemlich schön zu sehen. Täglich ist er gefahren, 30 Minuten. Er hatte immer eine Herzfrequenz von 115 bis 120 Schlägen pro Minute. Klar, am Anfang habe ich gesagt, es soll immer zwischen 130 und 140 sein. Das ist aber ein aktiver, ein relativ sportlicher Person. Deswegen ist die Herzfrequenz dort nicht so hoch bei Anstrengung. Die Wattzahl war bei 7 und die Anstrengung kontinuierlich bei 5. Was hier super interessant ist, ist das Ziel, das bedeutet, war durchhalten und wie er sich nach dem Training gefühlt hat. Am Anfang der Woche ein wenig ruhiger, in der Mitte etwas ruhiger und am Ende der Woche schon ein wenig entspannter. Also hier wird deutlich, da ist schon eine leichte Verbesserung zu sehen. Der Patient profitiert schon von diesem Ausdauertraining und er hat das Ziel erreicht. Durchgehalten.
Hier das Feedback der Bewegungstherapeutin. Sie schreibt, Herr D. fährt weiter täglich Ergometer, an manchen Tagen sogar zweimal täglich. Seine Anstrengung hält er kontinuierlich im moderaten Bereich, in dem für sich positiv war, dass er sich ruhiger und entspannter fühlt. Wochenziel durchhalten erreicht. Herr D. ist dann in der vierten Woche aufs Walken umgestiegen, weil er gerne mit dem Ganzen zu Hause weitermachen möchte und kein Ergometer zu Hause hat. Also war es für uns plausibel, er geht ins Walken und kann das dann eventuell zu Hause weitermachen. Ich habe jetzt für Sie das Wochenprotokoll der fünften Woche. Dort war er schon walken, 35 Minuten immer am Stück. Die Anstrengung ist sogar gesunken von 6 auf 5. Da würde man dann jetzt vielleicht überlegen, okay, wie steigern wir das Ganze, dass wieder eine erhöhte Anstrengung ist. Und das Ziel war, auf den Sport freuen. Also Sie merken auch, das Ziel ist schon deutlich positiver formuliert. Und auch hier ist wieder interessant, was der Effekt war, wie es ihm nach dem Training ging. Anfangs der Woche schreibt der Kopfkino ausgeschaltet, sogar mit Smiley. Ich hoffe, man sieht's. Nach dem Training entspannter und ganz am Ende der Woche wieder nach dem Training ein gutes Gefühl. Also super positiver Effekt. Die Therapeutin schreibt, Herr D. geht weiter walken, auch im Hinblick darauf, dass er es zu Hause damit weitermachen kann. Er nimmt viele positive Veränderungen wahr und kann, er ist nach dem Ausdauertraining weniger gestresst, angespannt, weniger Grübelgedanken. Das konnte er genau auch so benennen. Ziel, auf den Sport freuen, geschafft. Das ist kein Einzelfall. Diese Art von Patienten haben wir wirklich sehr, sehr häufig auf Station 9. Es gibt viele Patienten, die von diesem Ausdauertraining profitieren und die das auch mit nach Hause nehmen. Die damit weitermachen, auch wenn es ihnen wieder besser geht. Es ist nicht bei jedem so schnell einen Effekt zu sehen wie beim Herrn D. Das liegt einfach auch daran, Herr D. war schon etwas sportlich. Der musste das Ventil von dem Fass nur noch aufdrehen. Wenn man aber noch nicht so viel Erfahrung im sportlichen Bereich hat, muss man ein Ventil erstmal wieder einbauen und dann aufdrehen. Und dieses Einbauen dauert einfach deutlich länger, als wenn man es nur noch aufdrehen muss. Deswegen ist es immer unterschiedlich, die Erfolge. Aber wir haben ziemlich viele Erfolge. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Okay. Genau, sollte man jetzt sagen, ich möchte jetzt unbedingt mit dem Training anfangen, ist natürlich, gibt es noch ein paar Hinweise. Man sollte gerade, wenn man als Anfänger oder vielleicht als ältere Person mit dem Sport anfangen sollte, sich erstmal ärztlich untersuchen lassen. Das ist super wichtig, weil man könnte ja Herzprobleme haben, da ist es dann nicht mehr so gut, oder der Arzt kann nochmal sagen, welche Art von Sport jetzt vielleicht hilfreich wäre. Ausdauersport, super wichtig, aber Leonie hat es eben auch schon erwähnt, oder die WHO schreibt es auch vor, man soll es in Kombination mit Kraftsport machen. Immer beim Starten, wenn man wieder einsteigt oder startet, nochmal einen Trainer drauf gucken lassen auf die Bewegungsabläufe. Das machen hier in der Klinik wir Bewegungstherapeuten, aber wenn man selbstständig wieder anfängt mit dem Sport, ist es wichtig, dass doch nochmal jemand guckt, wie ist der Laufstil, wie ist der Walkstil. Trainiere ich richtig an den Geräten, mache ich richtig Kraftsport, weil wenn man es nicht richtig macht, kann man natürlich Folgeschäden erwerben, wie Arthrose. Außerdem lege ich Ihnen nahe, erst einmal den Umfang und die Häufigkeit zu steigern und dann die Intensität. Das bedeutet, gerade beim Ergometer, super Beispiel, ich fange mit 3-mal die Woche an und steige auf 4-mal die Woche, bevor ich von 5 auf 7 Watt gehe. Genau. Zum Abschluss möchte ich Ihnen einmal noch kostenlose Angebote in Gießen vorstellen. Und zwar, wenn man jetzt auch, wie Leonie schon super erwähnt hat, nicht alleine Sport machen möchte, sondern lieber in der Gruppe, weil das einfach deutlich motiviert, oder man auch vielleicht einen festen Tag und eine feste Uhrzeit hat, wo ein Angebot stattfindet, nimmt man das eher wahr, als man, wenn man sich selbst was festlegt, weil dann kann man ja immer und immer wieder schieben. Und bei einem festen Angebot sollte man doch pünktlich und immer zur gleichen Zeit erscheinen.
Es gibt einmal Street Workout in Gießen, empfehle ich nur fortgeschrittenen Sportlern. Für die vielleicht wieder Einsteiger oder Anfänger wäre Parkrun in Gießen empfehlenswert, sowie der Stadtlauf Gießen. Oder die Caritas bietet verschiedene Angebote an, wenn man jetzt erstmal, wenn man zusätzlich zu dem Ausdauersport vielleicht auch noch Freizeitaktivitäten gestalten möchte, wie Spaziergang oder Poolspiele. Informieren darüber können Sie sich auf der Homepage der Caritas oder auch über Vereine gibt es Informationen bei www.sportkreis-gießen.de. Vielen Dank.